Basements, euer Tigger, und es ist mal wieder Zeit für ein Albumcheck. Diesmal wird's brutal Death Metal lastig mit der Band Alibi for Murder und ihrem aktuellen Album Pieces, das schon 2016 erschienen ist. Ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber ist immer noch das aktuelle Album der Band. Und bevor wir da reinhören, gibt es da wie immer natürlich, zeige ich euch, wie es aussieht, schickes Bild, schickes Artwork. Erinnert mich so ein bisschen an Mortal Kombat, wenn man das mal so betrachtet. Oder an die Band Debauchery. Wer sie kennt, könnte so ein bisschen. Musikalisch geht es auch so ein bisschen in die Richtung, aber werdet ihr gleich noch hören. Von hinten auch nochmal. So sieht's aus. Stehen die Tracks alle hinten drauf. Die werde ich ja gleich alle mal anspielen. Ja, dann gibt's hier. Guckt euch das mal an. Hier ist ja nochmal das Foto von vorne drauf. Ne? Hier so ist ja das gleiche. Aber da kommt ein Bandfoto. Guck mal, ein Bandfoto. Das ist gar nicht bearbeitet. So sieht die Band wirklich aus. Ha. Ne, hier schönes Heftchen mit dabei. Sind so ein bisschen die Texte drin. Habe ich auch schon mal reingeguckt. So sind die Texte drin. Zack, zack. Und nochmal ein Bandfoto. Nicht bearbeitet, so sehen die Jungs wirklich aus. ja, ich werde die Texte auch gleich mal während der Lieder so ein bisschen reinhalten, damit man die versteht. Und hinten steht nochmal so, wer Alibi for Murder ist und so. Und das ist von Maggot Meister, das Layout hierfür. All Things Rotten, falls eine Band das irgendwie interessiert, wer das Artwork gemacht hat. Die CD. Hier ist sie. Werde ich auch nochmal kurz in die Kamera halten, damit man sieht, wie das schöne Ding aussieht. So. Zack. Da hinten ganz normale CD. So. So sieht's aus. Und hier steht einfach nochmal das gleiche. Aber dann werden wir jetzt einfach mal reinhören in das erste Lied. Das ist Perdition. 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 Da dauert 1,38 und ist wahrscheinlich ein Intro. Hören wir mal kurz ein bisschen rein. Ja, klingt sehr nach Intro. Ich mache das Ganze hier mal ein bisschen leiser, damit ihr, damit das bei euch nicht übersteuert. Ja, ich spule mal gerade so relativ weit rein. Ist ein Intro. Kommen wir ins nächste Lied. Also das erste richtige Lied ist dann Wrath of Eden. Geil. Überzeugt direkt mit Geballer. Ist auch geil, dass das Intro vom Titel abgekoppelt ist. Weil wenn man das Lied hören will, muss man sich nicht davor 2 Minuten Intro anhören. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich so ein Video mache. Aber das ist geil. Für den Opener ballert das ganz gut. Wir sind eine halbe Stunde drin, halbe Minute drin und ich habe schon Bock, Kopf zu schütteln. Ich spule ein bisschen vor, das Lied dauert 6 Minuten 17, ich spule jetzt ungefähr nur zur Hälfte. Ballert immer noch. Also mir gefällt's. Brutal Death Metal, wie man ihn von allen anderen Bands kennt, die sowas machen. Sind jetzt bei 5,30, wird langsamer, aber nimmt nicht die Wucht aus dem Lied raus, obwohl jetzt ist wieder. Kann man sich gut anhören. Wrath of Eden oder Wrath of Eden. Ich weiß in dem Fall nicht, wie man Eden ausspricht im Englischen. Heißt das Eden? Heißt das Eden? Ist ja auch egal. Wrath of Eden. Und ach, ich habe ja auch gesagt, ich zeige da den Text vom Lied mal rein. Ist ja halt nur Geschrei, falls ihr mal so. Könnt ihr mal auf Pause drücken und euch das anhören. Auf jeden Fall für einen Opener, eine echte Hausnummer, würde ich mal behaupten. Kommen wir in Lied Nummer 2 rein. Inhuman Doctrine. Mal gucken, was das so zu bieten hat. Fängt ein bisschen ruhig an. Sag ich und dann zieht's durch. Und hier auch nochmal der Text. Das hier. Sehr hart. Dauert nicht mal halb so lang wie das erste Lied, dauert nur 2,56. Ist vom Style her ein bisschen anders.
trotzdem sehr geil. Ja, ich spule mal jetzt auch wieder ein bisschen vor. Jo. Als hätte ich nicht vorgespult, das ist geil. Lieder auf einer Länge, auf einer Härte, aber trotzdem sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Das ist Inhuman Doctrine. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber die Band, um euch mal ein bisschen was zu der Band zu erzählen, die gibt es seit 2005, ist mittlerweile schon ihr zweites Album, haben auch vorher noch drei EPs rausgebracht. Das erste Album kam 2009 raus, nennt sich Moment of Annihilation, das zweite 2016, also das hier jetzt, 2016 Pieces. Und ist ja auch schon ein bisschen was an Zeit vergangen. Vielleicht haben die Jungs jetzt während der Zeit, wo man keine Auftritte hat, ja, die Möglichkeit, ein neues Album rauszubringen. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das sind sehr sympathische Jungs. Jedenfalls die ich kennengelernt habe davon. Da gibt es auch eine Geschichte, die erzähle ich euch gleich nochmal. Aber vorher hören wir in No Man's Land rein. Ja, fängt langsam an. Bisschen ruhiger. Oh, kann man kuscheln. Oder sich eventuell für eine Wall of Death vorbereiten. Das weiß ich nicht. Wenn es so bleibt, wäre es mir zu ruhig. Na, jetzt wird schon schneller, aber immer noch leise. Ich würde jetzt vorspulen, aber ich bin gespannt, was da kommt. Okay, da kann man die Wall of Death live vorbereiten. Aber es hat der Nachteil für mich, das Lied fängt erst bei 45 Sekunden an. Also meine Meinung. Aber es ist hart, es ist geil. Gefällt mir. Ich spule mal so ein bisschen nach vorne. Ich bin jetzt bei 3 Minuten. Das Lied dauert insgesamt 4 Minuten 36. Ja. Auf jeden Fall sehr geil. Brutal Death Metal, wie er sein soll. No Man's Land. Ja. Sehr, sehr geil. Dann machen wir direkt mal weiter mit Writers of Apocalypse. Ohne großartige Umschweife können wir da jetzt rein. Und lädt direkt zum Kopfschütteln ein. Ein Lied, das so anfängt, ist geil. Oh, das ist geil. Das ist so ein Lied, das macht gute Laune bei mir. Die Band erinnert mich sehr an viele andere Bands, die ich momentan höre. So Human Waste, 6 Feet Under, Debauchery. Gefällt mir richtig gut. Ah, ein kleiner Wechsel drin, aber es nimmt nicht die Wucht aus dem Lied. Ist zwar langsamer, aber lädt trotzdem noch zum Kopfschütteln dabei ein. Das ist sehr geil. Ein Break, der keiner ist. Da kann man gut bei schubsen. Wenn man wieder darf. Jetzt während Corona natürlich nicht. Aber ich spule mal ein bisschen weiter nach vorne, weil das Lied dauert 5 Minuten noch was. Wir sind jetzt bei 4. Also das ist auf jeden Fall sehr böse. Gefällt mir. Was würde man noch anders erwarten von einem Cover, das so aussieht?
Die Band besteht aus Nikos oder Nikos am Bass oder Nico? Wie steht das hier drin? Hier steht auch Nikos, Nikos. Ich lese hier unten gerade auf Metal Archives, aber ich könnte auch hier ablesen. Dem Damian am Gesang, dem Nikos, wie gesagt, am Bass, dem Sebastian an den Drums und dem Hussein oder Hussein an der Gitarre. Ja, und da gibt es eigentlich eine ganz, ja, mehr oder weniger lustige, vielleicht auch traurige Geschichte zu, wie ich an diese CD gekommen bin. Diese Band war nämlich auf dem 10. Blatt Turbo Bandabend. Da habe ich auch ein Video zugemacht und sollte da eigentlich spielen. Und es kamen zwei vorher und zwei sollten nachkommen. Aber diese zwei sind die ganze Zeit nicht gekommen. Die hatten wohl Probleme mit dem Verkehr, hieß es zuerst, dass da irgendwie Stau oder so war. Und dann hat mir der Otte, der Veranstalter, dann irgendwie erzählt, es gab einen Unfall. Ob die jetzt in dem Unfall verwickelt waren, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass alles gut ausgegangen. Aber auf jeden Fall sind die anderen halt nicht gekommen. Und und eine CD kann man ja trotzdem vorstellen, auch wenn es dann nicht zu dem Konzert ging. Und dann habe ich die Jungs dann noch auf dem Heimweg im Zug gehabt. Die mussten auch Richtung Köln von Euskirchen aus, wo das Konzert war. Da war ich dann auch. Von da aus ging es dann in andere Richtungen. Aber, war sehr lustig. Es war sehr feuchtfröhlich, der Tag mit denen. Wir hatten uns halt im Zug noch lustig unterhalten. Also, sollte eigentlich ein Interview bei rumkommen, was dann aber aufgrund des Pegels dann nicht mehr so funktioniert hat. Ja, auf jeden Fall müsstest du die Anekdote, die ich dazu habe. Ist halt lustig, weil es halt eine lustige Aktion mit den Jungs war, aber traurig, weil sie halt nicht spielen konnten. Schade eigentlich, aber ohne großartige Umschweife kommen wir jetzt weiter direkt ins nächste Lied. Das ist Sanity of Madness und das war auch Madness, was wir da hatten. Deswegen passte das gerade so. Und es fängt noch mad an. Auch wieder direkt ein geiler Anfang. Ja, ich bin gespannt, ob es gleich reinhaut. Ich glaube, jetzt geht es gleich hart los. Ja. Sehr geiler Anfang für ein Lied. Sehr, sehr geil. Das ist zwar ein Intro, aber wieder was ist anderes. Das ist mega. Dann spule ich mal so ein bisschen vor. Wir sind jetzt bei knapp 3 Minuten angekommen. Ein kleines Gitarrensolo. Sehr geil. Soll ich dazu mehr sagen als geil, weil die Musik ist einfach nur geil. Geiler Brutal Death Metal, technisch sehr gut. Blast Beats, die passen. Double Bass, die passt. Ja, was soll man dazu Großartiges sagen? Die Links der Jungs sind natürlich unten in der Infobeschreibung drin. Schaut da gerne mal rein und klickt da mal bei denen. Die CD gibt es bei denen noch zu kaufen im Shop. Die haben auch schöne T-Shirts. Falls euch interessiert, klickt da drauf. Und jetzt hören wir mal in... Das klingt aber seltsam. Live Requests. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sowas darin vorkommt. Ja, ich habe ja letztens wieder vergessen, die Texte reinzuhalten. Egal. Da sind sie. Das gefällt mir. Hier doch nochmal das schöne Bandfoto der Band, damit ihr wisst, wie die aussehen. Ich blende sie hier mal ein.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Wir sind jetzt bei 2,45 angekommen. Das ist auch geil, die Lieder sind nicht so kurz, das sind halt richtig lange Lieder. Also zwischen, ja, also zwischen 3 und 7 Minuten oder 7,8 Minuten. Das ist halt schon vernünftig. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Also wenn die Jungs mal bei euch in der Nähe sind, ne, einfach mal hingehen und besuchen. Und wenn ihr mal bei den Jungs auf Facebook oder Twitter oder Insta oder sonst wo seid, dann könnt ihr denen ja dazu schreiben, Hashtag empfohlen von Tigger. Würde mich sehr freuen, damit die Jungs auch wissen, dass so ein Video was gebracht hat. So, kommen wir jetzt aber zum nächsten Lied. Das ist 120 Days of Sodom. Na, mal gucken, ob wir die jetzt auch haben werden. Corona hält ja auch schon eine Ecke an. Das sind ja mittlerweile, glaube ich, schon mehr als 120 Tage. Kann man den Titel verlängern. Ja, gefällt mir. Hat so aggressiveren Anfang als die anderen, wegen dem Geschreien, finde ich das. Boah, das Lied hab ich schon mal gehört auf YouTube. Da gefiel mir der Part gar nicht so gut. Da hatte ich ja zu wenig Bass drin, aber hier ist der Bass gut drin. Deswegen habe ich gerade nochmal reingehört. Vielleicht war das eine andere Aufnahme auf YouTube. Also hier ist auf jeden Fall drin. Die Version gefällt mir besser als YouTube-Version. Ist das eine andere Version oder hat mein YouTube da einfach rumgespackt? Alibi, falls ihr das guckt, ne, und mir die Frage beantwortet, ist das die gleiche Version, die ihr auf dem YouTube-Video habt? Weil da fehlt mir der Bass bei der Stelle gerade drin. Schreibt es mir unten in die Kommentare, würde mich freuen. Ich schwimme so ein bisschen vor wieder. Als hätte ich nicht vorgespult, das ist geil. Ich spule bestimmt mal die geilen Gitarren-Solos vor oder so. Soli, das heißt nicht Solos, das heißt Soli. Ja. Jetzt kommt ein Gitarren-Solo. Hören wir mal kurz rein, damit er auch mal so ein Gitarren-Solo mitbekommt. Zuckerfreier Schwibschwab war ein Fehlkauf. Ich wollte eigentlich mit Zucker holen, aber passiert. Ja doch, das ist geil. Ja, das war Lied Nummer 8. Ich muss gerade mal schauen. Das Ding dauert insgesamt fast 50 Minuten. Das ist schon schick für so ein Album. Nächstes Lied, ich will gar nicht groß weiterreden, ist Distortion Mirror Twin. Was wohl ein Distortion Mirror Twin ist, kriegen wir jetzt mit. Gefällt mir auch sehr gut. Also ist ein Album, was man eigentlich komplett von vorne bis hinten durchhören kann, ohne irgendwelche Höhen, Tiefen. Das ist durchgehend geil. Vorgespult gerade auf die Hälfte. Sind jetzt bei 2 Minuten. Durchweg cooles Album. Auch mal so ein kleiner Break. Ja, ich
Bin froh, dass ich die Band kennengelernt habe. Also ist echt schickes Teil. Das wird wohl öfters bei mir jetzt im Player laufen. Sehr gut. Sie hätten eigentlich, ja, habe ich ja eben ja schon erzählt, dass sie beim Blattrubo Bandabend spielen sollten, hätten sie eigentlich mit Corbion, mit Doxa und mit so Snatcher zusammen spielen sollen. Leider hat es nicht geklappt. Ich hoffe, dass das nachgeholt wird bei einem der nächsten Blattrubo Bandabende. Auch Blattrubo Bandabende immer supporten, weil es wird halt auch der Underground ein bisschen unterstützt, weil Alibi vor Mörder ist eine geile Underground-Band, die hoffentlich da irgendwann mal rauskommt, auf großen Bühnen spielt. Wer weiß, also die haben schon auf großen Bühnen gespielt, so Festivals, aber ich meine so, ne, auf großen, großen Bühnen. Ja, bevor ich jetzt irgendwie weiter Unsinn rede, hören wir ins nächste Lied rein. The Ever Following Chili's. So, da kann man von Anfang an, von Anfang bis Ende wahrscheinlich gut durchmoschen, wenn Corona vorbei ist. Das klingt, als wenn sie zwei Sänger hätten. Hier steht aber bloß einer drauf. Vielleicht kann er beides. Also sowohl ich. Alter, dieses Ich kann es nicht so gut, deswegen mache ich dich nicht. Da wird einfach ein bisschen vorgespürt noch. Oh, ja. Oh, doch, guck mal ein bisschen vor. Das ist ein Dreivierteltakt. 1, 2, 3. Ja, das ist ein Dreivierteltakt. Ich hab's noch drauf. Ja, und bevor wir jetzt zum letzten Lied, Devolution, kommen, ne? Alle Links der Band sind unten in der Infobox drin. Klickt drauf, wenn ihr die Band gut findet. Wenn ihr die Band noch nicht kanntet und sie gut findet, schreibt ihnen gerne einen Hashtag empfohlen von Tigger. Oder müsst ihr nicht, aber lasst den Bands auf jeden, der Band auf jeden Fall überall Likes da. Und wenn ihr auch so eine Band seid und auch so eine CD-Review haben wollt, so ein Album-Check, ne, schreibt mich an. Ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter, ich bin auf Insta und überall. Links sind ganz unten in der Infobeschreibung. Ihr könnt mich gerne anschreiben natürlich und dann lässt sich das schon machen. Aber wir hören jetzt mal ins letzte Lied rein in Devolution. Das klingt mal ganz anders. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das klingt sehr technisch. Ganz hart. Ist auf jeden Fall eins der besten Death Metal Alben, die ich seit langem von Underground Bands gehört habe. Weil die meisten Underground Bands sind momentan, ich weiß es nicht, oder ich habe einfach nur die falschen gehört. Das kann auch sein. Überzeugt mich vom Gegenteil, schickt mir eure Alben, wenn ihr eine Death Metal Band seid, kann ich reinhören, hier live. Und dann werde ich dann natürlich drüber berichten. Ist auf jeden Fall sehr gut. Und mit den Worten, das ist sehr gut, würde ich mich hier auch gleich verabschieden. Ne? Die Links der Bands, alle unten in der Infobeschreibung. Das war Alibi for a Murder, das Album Pieces. Checkt das mal aus bei den Homepages unten drin. Ich werde alles unten verlinken, was ich von der Band finde. Ja, und sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ihr könnt das Ganze abonnieren. Wäre mir eine Ehre, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Schaut euch hier noch gerne andere Videos von mir an. Und bis dahin würde ich noch sagen, macht's gut und haut rein.